Ich darf euch wieder zu einem spannenden Video begrüßen. Heute zeige ich euch, wie man unter Linux direkt WireGuard Routing einrichtet. Ihr kennt es selber: Man kann zwar hier Load IPs und sowas einrichten und dann baut er dieses ganze Routing halt selbstständig auf. Aber es gibt dabei ein großes Problem. Und wenn man dieses Load IP Adresse einträgt, trägt er natürlich auch automatisch diese Routen in einer speziellen Routing Tabelle an. Aber manchmal wollen wir das gar nicht. Sondern manchmal wollen wir auch explizite Routen haben, die zum Beispiel heißen: Alles Außer, also zum Beispiel alles außer meiner VPN-Verbindung, die ich jetzt gerade stehen habe. Und das möchte ich euch zeigen, wie man diese Routen halt eben selbstständig einträgt, beziehungsweise WireGuard auch sagt, ey, lasst das mal lieber sein. Ich mache das selber und wie mache ich das Ganze bootfest? Lasst uns aber einfach mal anfangen. Ihr werdet schon sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Also ich habe hier wie immer, ich nutze ja fast überall meine Proton-VPN-Verbindung, höre ich auch immer nur wieder Gutes von. Und ich habe hier eine einfache Linux-Testmaschine und dort ist einfach eine Konfiguration hinterlegt. Und diese Konfiguration schauen wir uns einfach mal an. Ich zeige euch einfach mal WG0Kunf. Ihr seht, es ist alles Standard. Ganz, ganz wichtiger Eintrag hier unten. Load IPs 0000000000 000 000 000 0. Das heißt, er baut uns quasi, wenn wir das hier aktivieren, eine neue, neue Default-Rule, die heißt, bitte alles über diese VPN-Verbindung rauspumpen und Ende und fertig. Das kann man manchmal so machen, wenn man direkt auf dem System halt irgendwie Zugriff hat. Habe ich ja quasi. Allerdings komme ich ja irgendwie über irgendwelche bestimmten Netzwerkwege dort rein. Das heißt, was passiert jetzt, wenn ich diese Konfiguration Einfach starte, kann ich euch sagen, ich fliege hier auf die Fresse, weil dann nämlich anfängt dieses Datenpaket über diese VPN-Verbindung, die VPN-Verbindung zu Proton zu jagen, aber nicht mehr zu meinem PC. Das heißt, ich fliege raus. Zeige ich euch. Also, wir sagen hier WG, quick Up WG0, bumm. Und ihr seht auch schon, mittendrin, mitten mitten im Satzbau, hört er hier auf einmal auf, mir irgendwas zu sagen und ich bin dead. Es liegt ganz klar daran, er baut jetzt eine einfache neue Route auf. Da haben wir also Route-Add über die WG-Table 51.820. Ja, und schwuppdiwupp bin ich hier nicht mehr erreichbar, weil halt eben einfach der Weg ein anderer ist. Das würde genau dasselbe sein, würdest du jetzt auf irgendeinem Cloud-PC oder sonst wo irgendwo diese Sache einrichten, da sind wir tot, und du wärst auch tot. Die VPN-Verbindung wäre zwar hergestellt, aber du kannst halt eben nichts mehr erreichen. Und dann heißt es, alles klar. Ich muss mir quasi irgendwie explizite Ausschließregeln irgendwie hinzufügen. Und das kann ich mit einer WireGuard-Config halt eben nicht machen. Deswegen hier die Shell. Das gucken wir uns einmal an. Ihr seht, die Verbindung ist aufgebaut. Er fängt auch an, hier fröhlich irgendwelche Daten darüber zu pumpen. Und wenn wir jetzt hier sagen, es gibt hier auch so IF-Config-Me, seht ihr auch hier 185, 177. Ich bin mit meinem VPN verbunden. Das funktioniert auch alles wunderbar. Und wenn ich hier bei IP-Root reingucke, Achtung! Kein Fehler, der jetzt kommt. Steht hier immer noch alles normal drin, aber er routet trotzdem alles über die 00000. Wo finde ich das? Das ist nämlich auch mal eine schöne Sache. Ihr hattet gerade beim Verbindungsaufbau gesehen, dass er diese Routen in eine Table namens 51.820 reinpumpt. Auch die kann man sich anzeigen lassen, indem man hingeht und sagt IP Route Show Table 51.820 und da steht jetzt die Regel drin für WG0. Und da steht jetzt auch genau das drin, was uns jetzt gerade das Genick bricht, nämlich er hat eine Default-Rule gebaut, die halt eben übers Netzwerkinterface WG0 geht. Das heißt, alle Datenpakete gehen halt eben über diese WG0-Verbindung raus und somit bin ich mit meiner VPN-Verbindung hier ausgeschlossen. So, was ist aber jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder explizit sagen will, alles klar, mach ruhig alles übers Internet, keine Frage, aber ausschließlich ich zum Beispiel mal nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin und sagen, WG, Down wg0 machen diese Verbindung wieder offline. Ich sage hier einfach mal alles klar, verbind mich mal wieder, es geht auch alles wieder. Ich trage mal eben hier mein Scheiß Testpasswort ein und wir sind wieder drauf. Jetzt gehen wir hin und sagen einfach wieder Nano und konfigurieren das hier jetzt einfach mal um. Wir sagen weiterhin uh, Load IPs 00000. 000. Das besagt ja nichts anderes, dass wir über diesen Tunnel diese Netze, also alle, die uns irgendwie bekannt sind, kommunizieren dürfen dürfen. Und wir gehen jetzt hin und sagen hier einfach Table gleich off. Das bewirkt nichts anderes, dass er jetzt selbstständig keine eigenen IP-Rules oder IP-Routing-Regeln mehr bauen darf, sondern das müssen wir jetzt selber machen. Entweder wir machen das selber jetzt gleich, so wie wir es hier jetzt gleich machen, per Hand, oder wir definieren, definieren selbstverständlich nachher, wenn wir wissen, was wir tun, einfach Post ab und post down Befehle hier wo dann hier einfach drin steht ip route add und bei post down natürlich ip route Delete, das machen wir natürlich abschließend, wenn wir wissen, was wir, was wir wollen, kann ich das hier drin dann definieren. Das machen wir ja auch schon mit Masquerades oder sowas. Aber das ist jetzt der zweite Schritt. Wir sagen jetzt hier erstmal einfach nur Table Off und damit baut er und darf er keine eigenen Regeln mehr bauen. Das ist ja auch das, was ich will. Heißt aber auch, wir müssen auch die Regeln mit Default oder sonst was müssen wir selber basteln. Das machen wir als erstes. Also. Wir speichern die Datei, nichts anderes geändert, außer Table Off. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hin, sagen WG Quick Up, WG0. Bumm. Jetzt seht ihr auch schon, der Command ist durchgelaufen und ich habe hier eine eigene Verbindung stehen. Das heißt, da ist erstmal jetzt alles cool, ich muss nichts weiter tun. IP root regelmäßig, hat sich nichts getan. Wenn ich in WG reingucke, seht ihr auch, die Verbindung ist zwar da, aber es passiert nichts. Ihr seht auch hier unten, hier flitzen keine Bits und Bytes. In der Regel steht ja hier unten drunter, schaut mal hier, Transfer, Last Handshake und so weiter. Steht dann irgendwas. Haben wir gar nicht, weil aktuell fließt einfach über diese Verbindung nichts rüber. Kann auch nicht, weil wir ihm ja gar nicht gesagt haben, dass da irgendetwas drüber flitzen soll. So, und das bauen wir uns jetzt nach und nach halt eben so ein bisschen auf. Das heißt, wir fangen jetzt ganz einfach erstmal damit an zu sagen, mein PC hier ist mir hoch und heilig, ich möchte über weiterhin über mein Default Gateway über meinen PC dort rankommen. Jetzt machen wir noch mal eine wichtige Sache, das ist immer so ein bisschen unsere unsere Vergleichbarkeit. Wir sagen jetzt hier erstmal noch mal ein curl ifconfig me. Ja, es kann er da sein, dass er das nicht aufbauen kann hier über mein Default Gateway, aber das heißt jetzt ganz normal alles klar ganz normal über unsere Internetverbindung erreichbar, das werden wir gleich hinkriegen. Ich gucke mal eben kurz rein, warum das jetzt gerade mit dem Resolve hier nicht geht. Mal gucken, was da drin steht. Wir sagen jetzt hier nochmal Name Server 1111. Das sollte nicht das Problem sein. Sagen das Ganze hier nochmal. So, und da haben wir es jetzt auch. Ich habe da gesagt, da es du nicht auflösen. 65, 109, 101, 167 ist gerade meine IP-Adresse, womit ich bei dieser Kiste hier unterwegs bin. Haben wir schon mal festgestellt. So, jetzt fangen wir mit der ersten wichtigen Regel an. IP-Route 192 168 192.168.2020 ist hier mein dusseliger PC, womit ich hier drüber verbunden bin. Die tragen wir jetzt explizit schon mal als Router ein. Also, geh bitte weiterhin über mein Default-Gateway 10.200.01, worüber der halt schließlich Internet hat ne? über das device ens 18. bumm. So, jetzt weiß er schon mal, wenn mein PC sich hier meldet, alles klar, nix proton VPN oder sonst was, geh bitte einfach über dein normales default gateway auf dem interface ens 18. Das macht er jetzt und das wird er auch ausschließlich weiterhin tun. Nächster Schritt. Jetzt müssen wir ihm nämlich natürlich noch zusätzlich mitgeben, dass er natürlich die Ver Bindung weiterhin übers Default Gateway aufbauen. Ihr seht schon, das wird ein bisschen komplizierter, aber ganz häufig braucht man einfach diese Wege. Das geht einfach zwischendurch nicht anders. Also, jetzt gehen wir noch mal in die Config, äh, nicht in diese Config, sondern wir gehen in die WireGuard Config rein und holen uns die IP-Adresse. Weil was würde jetzt ja passieren, wenn wir jetzt das Default Gateway einfach selber umdrehen würden? Der würde nämlich jetzt hingehen und würde ganz einfach das Default Gateway über sich selber irgendwie aufbauen wollen, aber könnte das nicht mehr aufbauen weil weil er weiß ja gar nicht, wie er an diese IP-Adresse rankommt. Das heißt, für diese IP-Adresse müssen wir jetzt schon mal eine Exception bauen. Das heißt, ip root add. Wenn du zu dieser IP-Adresse willst, gehst du bitte weiterhin einfach über den Weg via 10.200.0.1 device ends 18. Boom, das geben wir ihm jetzt mit. Das heißt, wenn ich mich dahin verbinden will, nutze natürlich mein normales Default-Gateway, sonst verliere ich halt eben den Weg ins Internet. Ne, sonst geht es einfach nicht mehr. So, das haben wir jetzt auch da drin stehen. Und jetzt kommt zu guter Letzt, dass wir einfach unser Default Gateway umdrehen auf halt eben unsere Verbindung, die wir haben wollen, hinsichtlich Proton VPN. So, das machen wir jetzt auch. Also als allererstes, IP-Root-Delete können wir jetzt ja machen. Default. Bumm. Weg. Damit gibt es jetzt keine Default-Regel mehr. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt hier einen Ping auf 111 mache, das geht nicht. Er kennt keinen Weg mehr dahin. Er kennt jetzt ja nur noch die drei Wege hinsichtlich seinen eigenen PCs in seinem eigenen Netzwerk, die Verbindung zum Proton-VPN-Netzwerk und halt eben die Verbindung zu meinem PC hier über irgendeine VPN-Leitung, die halt eben irgendwo geht. So, und jetzt kommt halt eben so kleine Magic, dass wir jetzt hingehen und jetzt endlich die Proton-VPN-Verbindung aktivieren. Also, aktiviert ist sie ja schon, sehen wir hier mit WG. Aber jetzt müssen wir eben noch sagen: pumpt doch bitte die ganze Scheiße über dieses Netzwerkinterface drüber als Default Gateway. Also IP, Root, Add, Default, als ja nichts anderes als 0000. Und dann via 10.2.0.1 Device WG0. Ich weiß gar nicht, ob er Device jetzt haben will. Und die 10.2.01 ist ja bei Proton VPN immer die Gegenseite. Ich habe ja die 10.2.0.0. Punkt 2. Bumm, tragen wir einfach mal ein. Okay, das will er also jetzt nicht haben. Gut, jetzt hatte ich mich vertan mit der IP-Adresse. Er will scheinbar doch nur ganz normal das Interface haben. Da bin ich jetzt gespannt, ob das überhaupt geht, so in dem Falle. Aber Default Device WG0 fertig. Ping 1111. mal von vorne. 1111. Geht. So. Damit, damit heißt das jetzt schon mal, wir kommen wieder ganz normal jetzt ins Internet. Internet. Und wenn wir jetzt hier sagen, WG, na? Was seht ihr da? 87 Kilobyte, 99 Kilobyte Cent. Das heißt, wir gehen jetzt ganz normal über diese Proton-Verbindung. Testen wir mit einem if config me Und was haben wir da? Eine 185, 177, tralalalalala. Das heißt über Proton-VPN. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil gehabt oder uns mittlerweile gebaut, dass wir explizite Regeln angeben können. Wir können nämlich jetzt hier frei sagen, was wollen wir über Proton erreichen und was wollen wir nicht über Proton VPN erreichen. Natürlich. Jetzt kommen wir die vielen Experten von euch. Ich könnte das ja alles definieren, ganz einfach in meiner WireGuard Konfiguration hier bei Allowed IP Adressen, dass ich jetzt hier eintrage 88.131. sowieso und das Netz sowieso. Ja, ja. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich zum Beispiel mittendrin immer mal wieder Netze habe oder IP-Adressen habe, die ich halt eben nicht darüber routen will? Oder halt eben die Liste extrem lang wird? So habe ich nämlich die Möglichkeit, mit den Tables off zu sagen: Alles klar, ich baue mir meine Routing-Table so. Meistens ist das nämlich dann viel kürzer, als hier irgendwelche wilden Abkürzungen oder sonst was reinzupumpen, wo ich dann halt eben sagen muss: Alles klar, geht nicht. Wie trage ich dann jetzt hier bei Allowed IP-Adresses ein? Ja, bitte alles. Außer meine 192, 168, 2020. Das geht nicht. Kann ich hier nicht machen. Das, das Da müsste ich hier ganz komische Netze hinbauen, damit ich genau dieses Netz irgendwie extrahiere, sozusagen. Und dafür gibt es halt eben ganz normal dann die Option mit Table Off. Ich weiß, es ist sehr viel Gelaber und sehr viel technische Kacke hier, aber ich zeige euch jetzt nochmal das Letzte, um halt zu sehen, dass das Ganze auch funktioniert. Wir gehen jetzt mal hier hin und sagen hier einfach mal Ping 11111. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, aber aktuell zeigt er uns halt eben den Weg an. Alles klar, zum Ziel 11111 brauchen wir gerade irgendwie 32 Millisekunden. So, das Ganze lassen wir jetzt mal so stehen. Einmal kurz nachdenken, alles klar, Default Rule geht über WG0, alles klar, 111, also der verbindet sich ganz normal zur 111 über meine Proton-VPN-Verbindung. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt einfach für diese Verbindung mal wieder mein normales Standard-Gateway angeben, dann sollte er jetzt ja wieder ganz normal Plain übers Internet gehen. Das heißt, machen wir jetzt IP Route Add. Wenn wir nach 111111 wollen, dann gehst du bitte via 10.200.0.1. Über das Device Ends 18. Bumm. So, jetzt haben wir ihm explizit gesagt, wenn du da hin willst, gehst du bitte halt ganz normal über mein normales Standard-Gateway. Das heißt, vorbei am Proton VPN. Also, Ping. 11111 1, 1, 1, 1. und schon seht ihr, die Millisekunden sind deutlich weniger, weil wir natürlich jetzt eine Direktverbindung haben und müssen nicht irgendwie noch über Proton-VPN oder sonst was laufen. Haben wir jetzt ganz normale so Direktverbindung. Und so seht ihr jetzt, jetzt kann man das Ganze sich so ein bisschen filigraner aufbauen. Was soll denn über welche VPN-Verbindung, wenn ich vielleicht sogar mehrere habe, und daher bin ich nämlich jetzt gerade gekommen, weswegen ich euch dieses Video zeigen wollte, was schiebe ich denn wo, wann, wie rüber? Und das Ganze kann ich natürlich viel einfacher steuern, wenn ich halt. Halt explizit sagen kann, okay, du gehst da lang, du gehst da lang und das mache ich halt eben mit eigenen Routing Tables. So viel tiefe und schwere ja, Netzwerk-Topologie, nicht Topologie-Sachen, viel schwere Netzwerk-WireGuard-Konfiguration mit Routings und so weiter. Und denkt dran, wenn ihr das Ganze bootfähig haben wollt, müsst ihr natürlich die Post-Up und Post-Down-Regeln in eurer WireGuard-Konfiguration reinhacken, sonst ist das alles nach einem ganz normalen Reboot. Alles wieder weg. Deswegen denkt dran, im Post ab diese ganzen IP-Route-Add und sonst was hinzuzufügen, sonst knallt's. Ich hoffe, das war mal wieder so ein bisschen Routing für euch, wie man das Ganze auch aufbauen kann, wenn man halt eben explizite Anforderungen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.